ja ein Mann, also Männer frieren ja eben selten, oder? Was ich noch fragen wollte wegen der Küche, war, ja. Wie hast du es jetzt überlegt zu machen? Also, möchtest du das jetzt alleine aufbauen oder hast du jetzt... Das ist eine gute Frage. Du hast ja gar keine Ahnung von sowas. Oder hast du schon jemanden in Aussicht, der dir bei der Küche hilft? Naja, wenn du so gut fragst, kannst du mir ja helfen. Ne? Dann muss ich ja nicht meinen Bruder fragen, der hat eh keine Ahnung davon. Sie hatte mir das Angebot gemacht, dass wir bei ihr zu Hause die Küche aufbauen. Als ich mit den Ferrero-Küsschen bei ihr zu Hause gewesen bin, da meinte sie ja, dass sie Hilfe braucht und dass ihr Bruder nicht könnte und dass die anderen ihr abgesagt haben oder sich nicht dazu bereit erklärt haben. Also habe ich mich natürlich dann auf den Weg gemacht und habe ihr dann auf jeden Fall geholfen. Und das ganze Küchenaufbauen, das war auf jeden Fall ein Riesenabenteuer gewesen. Es hat mich auch so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert, wie wir das immer so früher gemacht haben. Es war mega, mega schön. Und man muss wirklich sagen, wir haben aus Kleinigkeiten was richtig Schönes, Großes gemacht. So, weil die Küche war ja vorher eben nur auf einer Seite da und jetzt hatten wir so ein L draus gemacht. Wir hatten immer wieder Gelegenheit, so zwischendurch immer über unsere Zukunft, über unsere Probleme zu sprechen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind doch ziemlich weit gekommen, oder? Ich muss nur noch das Ding hier mal ranmachen. Damit du, wenn du kochst, damit du auch genug hast zum Rausfächern. Wie nennt man das? Die Abzugshaube. Ja, keine Ahnung, so ein Teil auf jeden Fall von da oben. Aber wir sind doch schon ziemlich weit gekommen. Ja. Findest du nicht? Ja. So viel denkst du noch die Türen, wa? Ja, die restlichen. So, das habe ich jetzt. Wie findest du die Küche hier? Gefällt mir. Krass, oder? Ja. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass die so krass geil wird, ja. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber du kannst siehst mal sehen. Aber du siehst ja, was man so machen kann, wenn man einfach ein kluges Köpfchen hat, einen guten Typen an der Seite hat, der so ganz viele Dinger drauf hat. Mhm. Kannst du mal ein bisschen das Lob okay, für mich? Warte. Ich klopfe dir mal auf die Schulter. Ja, du musst schon für mich Lob ein bisschen aussprechen. Nein, die ist echt cool geworden, ja. So. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Vor allen Dingen, obwohl wir dann davor voll die Probleme hatten erstmal. So, ne? Ich habe noch da ganz hinten noch ein ganz langes Holz, damit ich mir das fällt hier nicht runter. Aber dass wir hier das nochmal so ein bisschen abstützen, weißt, damit das hier so dran ist. Also wir machen das dann hier ran. Dann ist hier nochmal ein Leisten, dann können wir hier noch die Tür noch anbauen. Weil noch ist es ja so nackig, ne? Ja. Hier ist die eine Tür. Wir müssen dann halt gucken, wenn wir die Tür ranbauen. Genau, dass wir die absägen. Es ist halt wirklich homemade. Ja, das wird aber geil aussehen. Also auf jeden Fall besser als die wir davor hatten. Was machst du zuerst in der Küche, wenn du sie fertig hast? China-Pfanne? China-Pfanne, ich habe so lange nicht mehr auf dem Herd gekocht, weil nur noch mal immer diese kleine Platte, die ich eigentlich für Shisha immer benutze. Ja, habe schon gesehen, die Shisha ist auch schon dahingestellt. Ich habe die kürzer gemacht. Die habe ich dir damals zum Valentinstag gekauft, da kann ich mich noch richtig gut erinnern. Da kam so ein Teil, ich dachte, du hast irgendwie was fürs Kinderzimmer was gekauft, aber so ein Teil. Denke ich mir so, Alter, was und hat der schon gekauft? Und vor allem, wie das eingepackt war. Ja, das war voll geil. Ich habe richtig darauf geachtet, dass es noch richtig schön elegant von Amazon... Also es war auch voll die coole Farbe, also die Farbe haben die echt, also hätte ich nicht gedacht, aber manchmal nehmen die irgendwelche Farben so, ne? Ja. Das ist wirklich so. So, das würde dann in dieser Richtung kommen. Müssten wir, glaube ich, auch dann sägen, wa? Genau, wir müssen es dann so reinmachen hier. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen sägen, aber kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, machen wir auf jeden Fall. Unterhalt mich bis nicht, dass es mir langweilig wird. Die wird nicht so langweilig, ey. Ich bin jetzt schon so kaputt von den ganzen Küche. Ey, die Küche aufbauen ist echt anstrengend, muss ich sagen, ne? Also alleine werde ich das bei meiner nächsten Küche nicht mehr machen, ne? Da hole ich lieber Leute, die es selber wirklich machen. Anstatt dass ich dich hole. Ich habe dir doch geholfen. Ich weiß, aber trotzdem. Ich habe dir doch geholfen. Ich weiß, aber das macht trotzdem voll... Du tust ja so. Was ist denn das für ein Geräusch? Bestimmt die Nachbarn. Ich dachte schon, ich höre Geister. Ja. Hörst du das? Über uns, der Typ, ey. Ja. Ja. Ist jetzt anscheinend seine Zeit, ey. Funktioniert der Akkuschrauber noch? Nein, der funktioniert noch. Ich muss nur gucken, ob das hin. Mhm.
Ja. Und sowas würden wir eigentlich auch gut gebrauchen, ne? Ja. Aber so an sich, wie gefällt dir die Küche so? Richtig gut. Oder? Die sieht groß aus jetzt und voll hell, ne? Und so wolltest du sie haben, wa? Oder? Cool. Nur nach hier oben müssen wir diesen Schrank da. Das Brett hier müssen wir oben ran machen. Ja. Damit sie. Alter, ich mache 8 Kreuze sogar. 8? 8. Oder nee, sagen wir mal 10. Soll ich deine Zähne reparieren? Ah, ich bin ein guter Zahnarzt. Ja, ich glaube, der hier unten müsste mal wieder gemacht werden. Ah. Ja. Ja, geil. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du mir geholfen hast. Zeig mal deine Zähne. Gut. Also ich habe auch Zahnspangen getragen. Ne? Also du bist nicht der Einzige. Und du hattest ja gute Zähne. Ich hatte eigentlich, also schiefe Zähne hatte ich jetzt nicht, ne? Bei dir musste nicht so viel gemacht werden, bei mir musste sehr viel gemacht werden. Ja, jetzt hast du aber so eine richtig geile Zähnchen. Ja. Mhm. Und keine Frau. Klar. Kann man ändern. Man kann alles ändern. Hilfst du mir jetzt bei meiner Partnersuche, ja? Das kann ich machen. Können wir uns gegenseitig helfen? Vielleicht klappt's ja. Du siehst ein bisschen müde aus. Ich bin echt müde. Bist du nicht müde? Wir sind schon seit, keine Ahnung, heute früh am Arbeiten. Ich bin auch schon richtig müde. Ich kann dir gerne einen Chai später noch machen. Einen Chai? Wenn wir fertig sind? Ich muss bald nach Hause. Ah, Chai geht immer. Ja. Ich habe das Gefühl, ich lerne dich immer wieder neu kennen. Aber anders. Man lernt sich ja, also ich muss sagen, man lernt halt, auch wenn man jahrelang trotzdem so zusammen war, lernt man trotzdem den Partner irgendwie immer wieder neu kennen, also andere Facetten, ne? Du hast gerade Partner gesagt. Naja, ist ja Partner. Bin ich dein Partner? Naja. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Ungefähr. Sie sage ich ja. Ah. Ich habe immer wieder neue. So, weißt du, ich meine? Man wird älter, man verändert sich auch vom Mindset her und alles sowas. Ich habe andere, weißt du? Ich habe viele Dinge, von denen ich früher total überzeugt war, komplett abgelegt. Mhm. Es gibt sehr viele Verhaltensmuster, so. Die ich früher hatte, an die ich früher geglaubt habe, so. Ja. An die ich heute einfach so nicht mehr glaube. Warten, zum Beispiel. Ach, vieles. Ganz vieles. Auch so. Ich dachte immer früher so, wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich dann in dieser Beziehung den Mann richtig so präsentieren muss. Weißt du, was ich meine? Ich dachte, ich muss immer so zeigen, so, ich bin der Mann und wenn mir was nicht gefällt, du bist mein Besitz und so, das sehe ich halt zum Beispiel ganz anders. Ja. Eine Frau, die mit mir zusammen ist, ist nicht mein Besitz. Mhm. Ist nicht mein Besitz. Sie ist mit mir aus freiwilligen Stücken zusammen. Ja, ist ja und, auch so. Mir ist halt aufgefallen, so, wenn ich ein Problem mit etwas habe und du zum Beispiel jetzt nicht, dann ist das trotzdem mein Problem. Du kannst zwar Verständnis dafür aufzeigen, aber du musst es eigentlich nicht. Du kannst Verständnis dafür aufzeigen, musst es aber nicht. Ja. Ja, und ich hab mich mal so gespiegelt und mein Verhalten war ja bisher immer so, dass ich ja immer, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie was wollte, dann habe ich es mir auch genommen so. Ich habe es mir genommen, weil wenn du damit ein Problem hattest, heißt es ja nicht, dass ich damit auch ein Problem habe. So. Und das andersrum sehe ich es jetzt auch. Also nicht nur bei mir selber, dass ich mir die Freiheit nehme, sondern auch andersrum, weißt du? Du hast ja beim letzten Mal erzählt, irgendwie, dass du jetzt auch viele Dinge machst, auf die du nicht verzichten wollen würdest, weißt du? Naja, ist ja auch so. Ich meine, man sollte den Partner jetzt, sag ich mal, irgendwie nicht einsperren lassen oder beziehungsweise auf die der Partner, sag ich mal, Bock hat. Wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Hobbys oder sowas, die er auch gerne macht und so, und dem das halt nicht verbieten, so, weißt du schon mal, weil das macht dann immer mehr halt dann die Beziehung oder so, oder auch die Freundschaft oder sowas kaputt, ne, hat dann nicht nur Beziehung oder so zu tun, ne. Mich würde mal eine Sache bei dir interessieren.
hast du mich früher mehr gemocht als Kumpel, Freund, als wir uns kennengelernt haben, oder mehr als Partner? Mehr als Partner. Also ich wollte dich auf jeden Fall als Freund immer haben. So, also so Freund. Aber warum? Da habe ich dich immer bei mir, dann kann man halt immer alles zusammen machen und so, weißt du, was ich meine? Sie legt einfach die Füße auf meine Füße, guck mal sie an. Voll geil. Oh, voll cute. Du bist ja richtig sweet. Na Freund wollte ich, also bester Freund wollte ich eigentlich dich immer haben, so. Da hat man dich immer so in der Nähe, so, weil man weiß halt immer, was derjenige macht, so. Man kann dich immer ein Alibi sozusagen machen. Weißt du, was ich total gut finde und was ich auch total schade finde? Man sieht es zum Beispiel hier jetzt so, also, und du hast ja auch schon direkt die ganzen Gewürze und hier schon die ganzen Sachen draufgestellt. Wir sind noch nicht mal fertig, so, du hast schon alles draufgestellt. Man merkt, du freust dich voll, dass die Küche weitgehend fertig ist. Wir sitzen ja auch schon die ganze Zeit dran. Aber also das zeigt doch, dass wir beide ja ein Team sein können. Ne? Auf der anderen Seite so zeigst du mir so viele Seiten von dir, die ich so voll scheiße finde, ja. Was denn? Na, das letzte Ding, wo du mir aufspioniert hast, wo du mir versucht hast, irgendwie alles wegzunehmen, was ich eigentlich machen wollte und so, das war einfach zu viel, Mann. Zu viel? Das war zu viel. Ja, Mann, aber ist ja, guck mal, das habe ich ja schon damals gesagt gehabt, dass man konnte sich halt, wenn man mit dem in diese Lage bei dir nicht hineinversetzen kann, weißt du, was ich meine? Aber kannst du es jetzt? Naja, habe ich ja letztens schon gesagt, weil das Problem war ja, ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe eigentlich gar nicht so richtig mich interessiert überhaupt, was ich selber machen will mit meinem Leben, so, weißt du, was ich meine? Deswegen ist das... Willst du sagen, du warst hobbylos oder was? Irgendwie schon, ey. Ich war echt aber hobbylos. Aber muss das jetzt sein, dass man sich trennt? Nee, muss eigentlich nicht sein, so, ne, aber... Dass du es verstehst, meine ich? Boah, meine Nase juckt. Hast du ein Taschentuch? Nee, halt gerade nur kurz gejuckt. Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe einfach nicht richtig drüber nachgedacht, so, ne. Deswegen. Aber im Nachhinein checkt man das dann halt immer doch. Aber du siehst ja, wenn wir wollen, guck mal, was. Ich meine, wir haben eine ganze Küche, verdammte Scheiße. Wir sind noch nicht fertig, aber. Die paar Türen kriege ich jetzt noch hin, aber überleg mal, wir haben eine ganze Küche aufgebaut. Kennst du irgendjemanden, der mit seinem Kumpel, mit seinen Freunden, mit seiner Freundin, mit seiner Frau eine Küche aufbaut? Vor allem, das ist ja alles Eigenkreation, ne? Boah, hör bloß auf, ey, das wird gar keiner glauben, ne? Wie gesagt, ein bisschen krass, ist ja noch hier, so die Sachen mache ich jetzt noch zu. Ja, Mann. Also aber ansonsten? Ich bin echt froh, Alter, wenn die steht, ey, ja. Du bist müde, ich bin auch müde. Ich bin so froh, dass wir so weit gekommen sind. Es ist so schön weiß, ne? Sei ich ja. Ja. Finde ich cool. Danke, dass du mir geholfen hast. Wir sind da noch nicht fertig, aber gerne. Naja, auf diese paar Türen. Ja, wir sind, wie gesagt, aber noch nicht ganz fertig. Du weißt, ich bin ein bisschen gegen Staub allergisch und ich merke gerade, mir ist gerade ganz viel Staub in die Nase gekommen in den letzten Stunden, aber wird schon. Kannst du ausspülen, ich helfe dir dabei. So kaputt, ey. Wir können ja auch eine Pause machen, wir können es ja auch morgen fortsetzen oder so. Jetzt habe ich schon aufgemacht. Und? Weglaufen kann es ja nicht. Jetzt habe ich schon aufgemacht. Diggi? Ja, vielleicht willst du länger bleiben, also kannst du es gerne noch anmachen. Diggi? Diggi, ich habe es schon aufgemacht. Ja, freut mich. Boah, ich bin so tot, ich habe das Gefühl, alle meine Knochen tun weh. Ja. Kannst du schon hinlegen gehen? Doch, nee, ich leg mich hier nicht hin. Ich werde auf jeden Fall zu Hause duschen. Ah, oh, geil. Aber weißt du, was wir zusammen machen können? Darauf hätte ich jetzt Bock. Hast du Bock auf eine richtig saftige China-Pfanne? Solange der Ofen hier noch nicht geht, gehen wir einfach zu unserem... Bei unserem Jesner-Straße da. Ja, Mann. Frankfurter Allee. Ja, Mann, die habe ich auch lange nicht mal gegessen. Digga, lass mal einsteigen. Ja. Und lass mal fressen gehen jetzt. Ich habe richtig. Fressen? Mit ganz viel Röstzwiebel, ganz viel scharf. Und die Soße von ganz denen. Viel scharf, damit es einmal hier brennt und dann nochmal auf Toilette. Oh. Und nochmal ganz viel süß-sauer. Ja, Mann. Ja, lass mal auf jeden Fall machen. Ey, lass mal. Ja, komm. Oh. Ja, komm. Oh, nee.
zu bleiben, Bro. Storymaker wie Pinocchio. Ich bin angekommen, wow, wow. Ich bin angekommen, wow, wow. Motherfucker und ein Gangbanger. Ich bin ein Trendleger. Trendleger. Und laufe durch die Hut, als wäre ich ein Gangster. Ich laufe durch Berlin, als würde mich jetzt jeder kennen. In meiner Hose ist für jeden ein Geschenk. Ich bin nice, ich bin reich, ich bin wunderschön. Einen schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Meine Nightjogger sind aus den 80er. Und wenn ich drauf bin, komme ich gar nicht klar. Ich bin ein Playboy, Bro, was geht dir ab? Hol mein Geld, zack, 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 zack. Nachdem sie mich eingeladen hatte, dachte ich mir, okay, jetzt bin ich vielleicht auch mal an der Reihe, sie einzuladen. Und ich habe mir da auf jeden Fall sehr viel Gedanken darüber gemacht, wo werde ich sie einladen, was werden wir als nächstes tun. Und ich kann mich eben noch ganz gut daran erinnern, in unserer Anfangszeit, wo wir zusammengekommen sind, wirklich sind wir so viel spazieren gegangen. Und es gibt an der Spree, jetzt nicht irgendwo an der Spree, sondern an einer ganz bestimmten Stelle gibt es Bäume. Und da ist auch so ein Busch und da geht halt immer die Sonne runter. Und wir haben uns früher noch, wo wir ganz jung waren, uns immer zwischen die zwei Bäume gesetzt und haben uns dann immer den Sonnenuntergang zusammen angeschaut. Und ich dachte mir einfach, wenn wir uns treffen und wenn wir spazieren gehen, dann werde ich sie auf jeden Fall dorthin bringen, weil das wird sie wahrscheinlich an früher erinnern. Und dann kann ich auch mal so ein bisschen gucken, wie die Situation wird. Komischerweise sind wir früher stundenlang von Friedrichshain rüber nach Kreuzberg, dann von Kreuzberg nach Neukölln und dann den ganzen Weg wieder zu Fuß gelaufen. Und da ist mir auf einmal aufgefallen, dass Asima so total Probleme hatte, lange zu laufen. Und das kann ja wohl nicht am Alter liegen, weil so alt sind wir ja nicht. Und als sie mir dann den Grund genannt hat, war ich erstmal baff. Meine Liebe, ich wollte dich mal zu einem Ort bringen. So, einfach so Sachen machen, die wir früher immer gemacht haben. Ja, weißt du, an was mich das erinnert? An was? Weißt du noch die Klassenfahrt? Ja, Dicker! Da haben wir doch noch da Foto gemacht. Jo, Mann. Oder? Yo, Bro, es ist genau so. Ey, wir sind genug gelaufen, glaube ich mal. Du bist auch schon, du hängst schon in den Seilen. Ja. Wenn du ein bisschen hinsetzt. Und ich sag dir ehrlich, ich fühle mich in dem Punkt zwar wohl, dass ich jetzt kein Zuhause habe, der mir Kopfschmerzen bereitet, bis auf deine Instagram-Stalkerei und deine, hey, mit wem bist du draußen so? Ja, bis auf diese Scheiße so, nee, habe ich einen freien Kopf so, weißt du? Ja. Aber trotzdem so, jetzt habe ich Ruhe zu Hause, aber ich habe eine innere Unruhe so. Ich fühle mich einfach im Herzen nicht mehr so ruhig. Und ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, Mann, aber ich würde es einfach, wenn du erlaubst und du möchtest, es einfach noch mal gerne mit dir probieren. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Du kannst auch gerne darüber länger nachdenken. So. Ich gebe dir auch genug Zeit. Du kannst aber auch gleich sagen, du hast keinen Bock drauf. Aber es ist einfach eine Sache, wo ich einfach denke, so, ich habe mit vielen Menschen Kontakt, auch mit Frauen und Männern, und ich merke einfach, ich finde nichts bei einer anderen. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass du mir nicht irgendwie gefallen hast oder so. Wir sind aus anderen Gründen auseinandergegangen, aber. Ja, ich glaube, das liegt halt auch, also guck mal, das liegt ja halt auch nicht daran, glaube ich, dass wir uns nicht so lieben oder so, ne? Oder gern haben. Aber guck mal, wir sind ja jetzt auch schon eine lange Zeit halt nicht zusammen. Jeder konnte halt für sich selber entscheiden oder beziehungsweise nachdenken, wie es halt für einen besser ist, was dem einen gestört hat an der Beziehung oder so, weißt du? Und ich glaube, ja, beide waren halt ein bisschen schuld daran und ich hatte auch selber Zeit für mich nachzudenken und ich habe mich auch ein bisschen in dem Punkt sozusagen weiterentwickelt mit diesem Stalken. Also ich stalke ja noch nicht mal so, was du gerade gesagt hast. Na, du übertreibst schon manchmal. Aber es ist schon krass gewesen. Ja, ja, aber ich glaube, jeder entwickelt sich halt weiter. Natürlich gibt es auch andere Leute, die sich halt in diesem Punkt nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, wir haben sowieso ein bisschen anderes Mindset als manch andere so. Und ich will ja auch halt
Ich habe dir ja auch ein bisschen Zeit für dich selber gelassen, dass du halt ein bisschen guckst, was du auch selber willst, ne? Oder ob du überhaupt die Beziehung so willst. Deswegen habe ich dich auch in Ruhe einfach gelassen. Und ja, aber von dir kam halt immer nicht sowas, weißt du, was ich meine? Aber ja, ich glaube, es war halt auch ein bisschen besser auch für dich, oder? Ja, es war für mich gut. Ich konnte ein bisschen auch mal Tapetenwechsel haben. Mhm. Ich war viel unterwegs. Ich habe eine Deutschlandtour gemacht. So. Ich habe alle Städte fast einmal besucht, so, um einfach so ein bisschen von hier wegzukommen. Weil Berlin erinnert mich natürlich auch viel an dich. So. Ich habe mein ganzes Leben mit dir verbracht. Ich habe Familie mit dir gegründet. Und das Letzte ist dann einfach scheiße gelaufen, so, weißt du? Und ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass wenn wir beide zusammen sind und einfach vielleicht 2-3 Gänge zurückschalten, sowohl als auch, also du und ich, dass gewisse Sachen einfach funktionieren können, weißt du? Ja. Was ist denn mit dir los? Du bist extrem unruhig, Alter. Ja, ich muss immer ein bisschen... Oder war das zu viel, die Nachricht? Nee. Oder meine Idee, war das jetzt zu viel? Nee, die war nicht zu viel. Ich muss halt auch sagen, ich freue mich halt, dass du auch den Schritt gemacht hattest. Ja. Was? Oh. Ja, ich wollte eigentlich wollte ich dir halt auch was sagen und mit dir darüber reden, aber ich wusste halt nicht wie. Und vor allem, weil, keine Ahnung, wusste halt auch nicht, was du darüber denkst, weil du hast ja auch ein eigenes Leben jetzt für dich selber aufgebaut, hast eine eigene Wohnung und weiß was ich meine. Und ja, dann wollte ich jetzt nicht damit auftauchen halt. Aber womit auftauchen? Ja, das letzte Mal halt, wo du bei uns zu Hause warst, wo wir doch Kaffee getrunken haben. Da wolltest du ja gehen und ja, du weißt ja selber, was da passiert ist. So. Das vor ein paar Monaten? Ne? Ja. Darum geht es ja nicht, das ist nicht schlimm. Nein, das war nicht schlimm. Aber daraus ist halt wieder eine andere Sache erfolgt und ja. Was? Irgendwas, was wissen muss? Ja, eigentlich ja schon, aber ja. Eigentlich ja, ja oder nein? Also, ja. Was? Du machst mich jetzt voll nervös, was? Ja, ich bin schwanger. Hm. Du bist schwanger? Ja. Das muss wohl an dem Tag tatsächlich gewesen sein, wo wir Fange gespielt haben und wo wir uns dann auch so ein bisschen an die Spree gesetzt hatten. Als ich Habe nach Hause gebracht habe, habe ich sie in ihr Zimmer reingelegt und da hatte ich noch was mit Asina. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie bereut habe. Es war nach so langer Zeit schön. Ich würde sogar behaupten, dass dieser Moment dazu geführt hat, dass ich mich nochmal neu in Asima verliebt habe. Ja, deswegen wusste ich halt nicht, wie ich das sagen soll, weil ich wollte halt einfach nicht so, weißt du? Ich darf, oder? Ja, so ob du darfst, ja. Natürlich darfst du. Auch wenn ich nicht darf, mache ich es ja, einfach. Ja, natürlich darfst du. Warum solltest du nicht dürfen? Natürlich darfst du. Ja. Ja. Glückwunsch, Asima. Na, Glückwunsch. Und dir auch. Ist so kalt, wa? Oh, du bist ja süß. Ich muss doch jetzt für Veränderung sorgen. Und eine Veränderung startet. Bleib sitzen, beweg dich nicht, okay? Das ist wirklich kalt. Oh, danke. Und die ist echt warm. Mir geht's gut. Danke dir. Jetzt fällt mir vor lauter Ohrringe mein Ohrring schon runter. Ey. Ja, dein Ohrring fällt so gut. Seitdem ich dich kenne, fallen immer deine Ohrringe runter. Ja? Ja. Ich glaube, das liegt einfach nur an dir. Wie findest du meinen Illyrian-Kodex? Der sieht echt nice aus. Illyrian Maskulin-Pullover. Der sieht wirklich nice aus. Gefällt mir. Hast du auch einen für mich? Ich habe dir schon so viele gegeben. Ich habe dir so viele gegeben. Neue.
Ja. Also, was sagst du? Was ich sage? Ja. Ehrlich? Ja, nee, unehrlich. Ich freue mich. Ich schwöre, ich freue mich. Ja, das freut mich. Dass du dich freust. Vorsicht mit deinem Pulli. Ich will den ja nicht versauen mit meinem ganzen Make-up. Also wenn das alles so ist, wie es ist, jetzt verstehe ich doch, warum du die ganze Zeit nicht laufen konntest. Das ist deswegen. Ja, das ist nicht, weil ich so alt geworden bin. Du nimmst mich voll auf die Schippe, Alter. Verarscht mich hier voll und dann ja. Rückst du hier mit so einer Bombennachricht raus. Aber was? Ja, ich wollte ja aber was? So. Aber guck mal, wie wollen wir es machen? Ich habe eine eigene Wohnung, du hast unsere alte Wohnung. Ja, deswegen wollte ich dich ja halt auch nicht so überfallen, weil du halt wirklich auch ein eigenes Leben sozusagen aber guck mal, das ist Schicksal, oder? Guck mal, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Ich wollte dir sagen oder dich fragen, ob wir es nochmal ausprobieren wollen. Du erzählst mir gerade auch eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob das Schicksal ist, ob es nicht schlecht oder gut, aber es fühlt sich gut an. Und bei mir ist es so, wenn sich das positiv anfühlt, dann glaube ich dran. So, ich bin so ein bisschen behindert, aber ich glaube dran. Ich glaube an so einen Scheiß. Und ich glaube einfach, dass, guck mal, okay, die Wohnung, meine Wohnung. Wir können ja die große Wohnung, wenn du möchtest, behalten. Dann komme ich zurück zu unserer echten Oldschool-Wohnung, weil die Wohnung, die ich habe, die ist ein bisschen kleiner und ich könnte die ja trotzdem behalten, ich vermiete die Wohnung einfach und dann können wir das Geld einfach für uns aufsparen, für eine gute Sache. Ja, gut. Wollen wir es so machen? Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Ja, wir wollen das. Ja, ich will es auch. Komm her. Ja? Ja. Ja, Lippenstift. Ich bin ein totaler Casanova, bin ich. Ja. Wollen wir zu uns gehen? Zu uns gehen? Nicht mal zu mir, sondern zu uns. Na, ich kann ja auch noch zu mir sagen. Nein, das hat mir gefallen. Zu uns. Willst du mich jetzt überfallen? Willst du mich überfallen? Wie früher. Soll ich dich ins Wasser schmeißen? Nein. So wie du mich immer? Ich würde mich einfach freuen, wenn du vielleicht einfach mich einfach so umarmen würdest wie früher so. So. Ja, wenn du das möchtest. Ja, na klar will ich das mal. In dem Moment, als wir was miteinander hatten, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass sie schwanger werden kann. Ich habe das so ein bisschen dem Schicksal überlassen und habe gesagt, wenn sie schwanger werden sollte an dem Tag, direkt beim ersten Mal, vielleicht ist es auch eine Chance für eine Zukunft. Und um ehrlich zu sein, kann ich mich noch an Gespräche mit das Thema erinnern, wo wir uns damals auch gewünscht haben, zwei Mädchen, zwei Jungs zu haben. Das hat sich dann wohl irgendwie alles miteinander vermischt. Ich bin sehr, sehr froh, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Denn das ist eine neue Chance für mich und Asima nach vorne zu blicken. Ich bin aus dem Gespräch dann rausgegangen. Wir haben dann noch so ein bisschen Faxen gemacht am Ostbahnhof. So wie früher, ey. Ich kam mir da auch schon wieder vor, so wie 12, 13 Jahre alt. Wir haben dann noch so ein bisschen rumgespackt, die ganzen Straßen hin bis zur Wohnung. Dann habe ich erstmal meine Sachen gepackt und bin dann erstmal wieder in die alte Wohnung, wo wir auch tatsächlich zusammen früher auch gelebt haben. Und habe mir dann erstmal so ein bisschen Gedanken über alles gemacht. Und ich dachte mir einfach, normalerweise ist ja immer Asima so diejenige, die die Kinder von der Kita abholt. Asima ist die, die die Kinder von der Schule abholt. Und ich hatte auf jeden Fall eine Überraschung. Ich hatte mir ein neues Auto gekauft. Ich wollte meine große Tochter überraschen und habe Asima angerufen und ihr gesagt, dass ich auf jeden Fall heute Hover abholen werde. Und ich möchte ihr auch das neue Auto zeigen. Und so kam das dann zustande. Ich habe Hover endlich abgeholt und das war das erste Mal wieder so, wo ich vergeben war, wo ich das Gefühl habe, ey, ich habe eine Frau zu Hause, sie freut sich darauf, dass ich jetzt die große Tochter abhole und wir kommen zusammen nach Hause. Und das war für mich einfach wow. Egal,
Und wir müssen da noch ein Brett draufhauen. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig, aber sieht doch schon mal gut aus. Also mir gefällt's. Weißt du, wie es vorher aussah hier? Vor allem, ich fand die eigentlich damals, wo wir die alte Küche geholt hatten, die war eigentlich voll cool auf den Bildern, war. Ja, aber das war irgendwie. Die Zeit hat sich geändert, jetzt sieht es eben nicht mehr so cool aus. Naja. Ich bin auf jeden Fall stolz. Ich bin richtig stolz auf mich. Wegen deiner alten Wohnung, hast du die schon vermietet? Ja, ich hab schon einen. Ja, ich hab einen, aber der braucht noch. Also der wohnt jetzt noch in der WG. Mhm. Der will jetzt noch bis einen Monat dort bleiben. Also einen Monat bleibt er auf jeden Fall da noch. Ja. Und dann kann er zu mir da ziehen in die Wohnung. Na cool. Und dann. Cool, dass es so schnell geklappt hat. Mhm. Freust du dich? Ja. Hab nur den Haarschnitt. Exotisch. Nur mal was anderes. Exotisch. Frisuren. Wie fällt's dir denn? Frisuren. Ja. Guck mal, ich hatte eine Vision, okay? Ich hatte eine Vision und ich hab's umgesetzt. Guck mal, wie geil das jetzt aussieht. Ich meine, du hast ja auch genug Platz, ne? Du hast ja hier eigentlich... Danke. Guck mal, hier sind deine Fitness. So, hier ein bisschen was zum Kochen. Und dort oben, wenn du mal saufen willst. Ist doch gut. Hier hast du deine Whisky-Gläser. Pina Whisky. Aber weißt du, was ich voll geil fand, ne? Den Herd hier. Ich entschied mich, nun wieder in unsere gemeinsame Wohnung zu ziehen. Ich wusste, dass Asima die Instant-Nudeln von Maggi, Mama und Yum Yum mag. Deswegen kaufte ich auf dem Weg noch 2 Packungen davon. Ich hatte seit Jahren nicht mehr für uns beide gekocht und ich wollte mit dem Einzug direkt damit anfangen. Wie früher machten wir unsere Faxen beim Kochen. Es fühlte sich etwas ungewohnt, aber richtig an. Asima konnte unsere albanischen Gerichte besser vorbereiten als ich. Ich dafür die asiatischen. Wir sind schon echt verrückt. Wir hatten es geschafft, die alte Küche zu entsorgen und konnten nun in der neuen Küche so richtig durchstarten. Wir hatten bereits in der Vergangenheit eine größere und hellere Küche gewünscht. Nun stand sie vor uns. Zwar war sie noch nicht zu 100% fertig, jedoch konnten wir in der Küche arbeiten. Es war die richtige Entscheidung, dem Ganzen eine Chance zu geben. Allein aus dem Grund, dass wir ein Kind erwarteten. Ich freute mich extrem darauf, wieder Daddy zu werden. Përshëndetje zemër, çështë kam? Përshëndetje shpirt, mirë, ti çështë kam? Mirë. Shëqër që ka kështë mirë, veç deshta më thonë se s'du është me shkusat me morë havën për shkollës, se përdu mja bë një surprize, edhe përdu me shkusat me morë për shkollës. Dhe më thonë, më në shmenetë satë në shpe, se masit të marë, në kene marë bashkë në shpe, edhe du mja kalzu edhe havës, edhe tyje kejrën e ri. A më djeshta njerë mja bo një surprise havës, e tani masënejta kalzu e ty se qëtasht edhe pak e ka orët kua me qukë shkollën. Am nächsten Tag holte ich mein neues Auto ab. Ich hatte Asima nichts davon erzählt, dass ich uns ein neues Auto gekauft hatte und rief sie an. Ich wusste, dass Asima viel zu tun hat und wollte sie informieren, dass ich heute Hava von der Schule abhole. Außerdem habe ich Asima versprochen, in Zukunft mehr auf ihre Wünsche einzugehen und falls wir nochmal Probleme haben sollten, dass wir darüber in Ruhe sprechen. Und schau mal, Baby, sobald ich fertig bin, soll ich dann irgendwas noch mitbringen oder ist alles zu Hause, was wir brauchen? Nein, Baby, ich habe alles schon eingekauft, was ich brauche. Ja, cool. Nachdem ich aufgelegt hatte und ich sozusagen kurz vor der Grundschule von Hava schon fast angekommen war, hatte ich schon so ein ganz mulmiges Gefühl und ich wusste gar nicht, woher das herkommt. Aber ich dachte mir einfach, ach komm, das sind vielleicht so diese gemischten Gefühle, die Emotionen kochen gerade, gehen hoch, runter, das wird schon alles gut sein. Und bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwas in der Magengrube habe, dass eventuell Scheiße passiert, dann stimmt das meistens auch. Es war nie so gewesen, dass wenn ich tief in der Magengrube irgendwas gefühlt habe, dass dann hinterher angeblich alles okay war. Ich habe irgendwie so ein Gespür für solche Sachen. Ich bin ausgestiegen und habe Hava abgeholt.
Na, was geht ab? Hast du heute was in der Schule gelernt? Ja, Mathe. Wie war es denn in der Schule? Gut. Ja? Ja. Also ich war früher in der Schule, was Mathe anging, nicht so gut. Ich war nicht so gut in Mathe. Bist du gut in Mathe? Nein. Bist du nicht gut? Nein. Keiner, also die meisten sind in Mathe schlecht. Die meisten. Es gibt Leute, die haben Talent und können das richtig gut. Ich war damals in Mathe nicht so gut, aber ich habe trotzdem was aus meinem Leben gemacht. Aber wichtig ist, wenn du zur Schule gehst, dass du immer mitmachst und immer versuchst, eine der Besten zu sein. Du kannst nicht die Beste sein, aber wenn du versuchst, die Beste zu sein, reicht. So. Nicht alles, was du in der Schule lernst, wirst du auch wirklich brauchen. Du brauchst auch viele Sachen gar nicht. Weißt du? Aber wenn du versuchst, die Beste zu sein, reicht. Fällt dir was auf heute? Ja, dass du mich heute abgeholt hast. Ja. Sonst holt mich Mama immer ab. Ja, ich habe eine Überraschung für dich. Und was? Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe mit Mama geredet. Ich habe mit Mama geredet. Über mich und dich. Über Ardian, Darlinda. Ich habe mit ihr über alles geredet. Und Papa holt dich heute von der Schule ab. Papa geht heute zusammen mit dir zu Mama. Wir essen was und werden viel Spaß haben. Und jetzt kommt's. Mama und Papa leben wieder zusammen. Ja. Ja, freust du dich? Ja. Oh, du bist ja eine Süße. Schau mal, mein Auto steht da hinten. Wir gehen jetzt einfach dahin. Und auf jeden Fall, wenn wir dann nach Hause gehen, Hava?